Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, dieses Mal ganz aus der Nähe. Ich befinde mich hier nämlich in der Kirche in Schlieben und Thema dieses Videos soll die hiesige Orgel sein, die hiesige Geisterorgel sein. Und damit wir uns die mal genauer ansehen, geht's jetzt einmal auf die Empore. Das Instrument als Geisterorgel zu bezeichnen, ist zwar auf der einen Seite nicht falsch, auf der anderen Seite aber auch nicht ganz vollständig. Die Orgel wurde nämlich ursprünglich durch den Eilenburger Orgelbauer Nikolaus Schrickel erbaut. Dies geschah in den Jahren 1863 bis 65. Da unterscheiden sich die Angaben ein bisschen, die in der Literatur zu finden sind. Jedenfalls zu dieser Zeit wurde die Orgel ursprünglich von Schrickel gebaut. Warum die Schliebener damals Nikolaus Schrickel aus Eilenburg für diesen Neubau berufen haben und nicht den Konkurrenten Konrad Geißler, ebenfalls aus Eilenburg, der für klanglich und technisch perfekte Arbeit stand, das haben sich die Schliebener ein paar Jahre später wahrscheinlich auch gefragt, denn während Geißler, ich sagte es bereits, für klanglich und technisch einwandfreie Arbeit stand, neigte Schrickel dazu, auch die ein oder anderen Experimente durchzuführen und landete da nicht selten auch mal in einer Sackgasse. Sodass im Jahr 1879 dann ausgerechnet Konrad Geißler hierher nach Schlieben gerufen wurde, um aus dieser Orgel sozusagen eine richtige Orgel zu machen. Dieser Umbau, den er dabei durchgeführt hat, war offenbar so tiefgreifend, dass er in seiner eigenen Werkliste diese Orgel nicht in der Rubrik ausgeführte Hauptreparaturen aufführt, sondern dass er sie in seiner Liste als richtigen eigenen Neubau aufführt, mit der Randnotiz, dass es sich um einen gänzlichen Umbau der Orgel handelt. So, zu der Zeitpunkt war die Orgel dann sozusagen eine Schrickel-Geißler-Orgel, wenn man es genau nimmt, die dann allerdings im Laufe der Zeit auch immer schlechter spielbar wurde. Das ging so weit, dass sie zuletzt ungefähr 30 Jahre gar nicht mehr spielbar gewesen ist und dies nun aber wieder ist und im Jahr 2019 dann der letzte Bauabschnitt von mehreren Bauabschnitten abgeschlossen werden konnte und die Firma Vogt diese Orgel sozusagen wieder vollständig restauriert hat und dabei auch ihre Handschrift an dem Instrument hinterlassen hat, sodass, wenn man es genau nimmt, diese Orgel jetzt eigentlich als Schrickel-Geißler-Vogt-Orgel aufführen müsste. Das wäre ein sehr langer, sperriger Name, sodass es hier durchaus angebracht ist, die Orgel als Geißler-Orgel zu bezeichnen. Der Spieltisch präsentiert sich noch ganz in Schrickel-Optik mit diesen typischen Porzellanschildern und diesen gotischen Bögen, die hier so ringsrum gezeichnet sind. Auch das Pedal ist noch ganz eindeutig ein Schrickel-Pedal. Etwas ungewöhnlich für gerade neue Organisten hier ist, dass die Orgelbank hinter den Pedaltasten steht. Also man fühlt sich ein bisschen so, als würde man auf einem Stuhl sitzen. So weit entfernt sitzt man da. Das ist zunächst ein bisschen ungewöhnlich, aber da gewöhnt man sich auch dran. Die Disposition sieht folgendermaßen aus. Im ersten Manual haben wir prinzipal 8 Fuß, prinzipal 4 Fuß, ein Scharf vierfach, ein 2- bis 4-faches Kornett, eine 2-Fuß-Oktave und eine 3-Fuß-Quinte. Auf der anderen Seite geht es dann noch weiter mit Hohlflöte 4 Fuß, Gedackt 8 Fuß, Hohlflöte 8 Fuß, Gambe 8 Fuß und Bordun 16 Fuß. Das zweite Manual verfügt über eine Traversflöte 8 Fuß, lieblich gedackt 8 Fuß, Dolce 4 Fuß, eine dreifache Mixtur und ja, hier würde es eigentlich losgehen, Geigenprinzipal 8 Fuß, Amabile 4 Fuß, Salizional 8 Fuß und lieblich gedackt 16 Fuß. Und zu guter Letzt im Pedal noch Prinzipalbass 16 Fuß, Violonbass 16 Fuß, Subbass 16 Fuß, Prinzipalbass 8 Fuß habe ich jetzt versehentlich schon gezogen, Gedacktbass 8 Fuß, Oktavbass 4 Fuß und besonders schön Posaunenbass 16 Fuß. Und wie das Ganze klingt, das hören wir uns jetzt mal an. Was wir jetzt gehört haben, das war das Prinzipalplenum.
Doch die Orgel besitzt eine ganze Reihe vieler schöner, romantischer, warmer Stimmen, wie zum Beispiel die Gambe 8 Fuß zusammen mit Hohlflöte 8 Fuß und Hohlflöte 4 Fuß. Des Weiteren gibt es ja, wie bereits erwähnt, auch ein 2- bis 4-faches Kornett, sodass man hier auch mit anderen Varianten noch sehr schön triomäßig spielen könnte. Das kann ich bloß heute leider nicht vorführen, denn wenn ich ein Register im zweiten Manual ziehe, dann hört man hier leider verschiedene Töne, die eigentlich nicht kommen sollten. Das liegt daran, dass die Traktur im zweiten Manual im Moment etwas suboptimal eingestellt ist und dadurch, dass ich hier nicht zu Hause bin, kann ich jetzt auch nicht einfach hier anfangen, die Traktur irgendwie einzustellen. Dementsprechend ist auch die Manualkoppel nicht zu benutzen. Ähnlich ist es mit dem Posaunenbass, da divergiert die Stimmung auch etwas. Den wollen wir uns aber trotzdem mal anhören, denn die Posaune, finde ich, klingt so schön, dass wir die kleine Verstimmung jetzt mal in Kauf nehmen und mal das volle Werk im ersten Manual und im Pedal uns anhören wollen. Orgelklängen möchte ich die kleine Vorstellung der Geißler-Orgel hier in Schlieben für heute beenden. Sehr viel konnte ich ja leider nicht vorführen, das können wir dann vielleicht zu gegebener Zeit nochmal nachholen. Recht herzlich bedanken möchte ich mich aber bei Pfarrer Philipp Schuppan für die freundliche Genehmigung, dieses Video hier aufzeichnen zu dürfen. Das Video ist der Teil der Playlist Kirchen und Orgeln der Umgebung, in der, wie der Name schon sagt, verschiedene Kirchen und Orgeln einmal näher vorgestellt werden. Den Link zur Playlist werde ich in der Videobeschreibung nochmal hinterlegen. Und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Vorstellung und sage auf Wiedersehen, bis bald.